Guten Abend. Sie haben gewählt am letzten Sonntag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt können Sie sich zurücklehnen. Nehmen Sie sich ein Bier oder einen Kamillentee. Jetzt müssen Politiker an die Säcke. Jetzt müssen Politiker klären. Unser Verhältnis zur EU und die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Das ist die Arena. Heute in der Arena. Christa Markwalder, die Berner Nationalrätin der FDP, sagt, die Bilateralen kann man nicht opfern. Sie haben absolute Priorität. Thomas Minder, parteiloser Ständerat aus Schaffhausen, findet, die Welt geht nicht unter, wenn wir die Bilateralen kündigen. Erik Nussbaumer, Nationalrat der SP Basel-Land, sagt, es ist in unserem Interesse, mit der EU rasch wieder ein gutes Verhältnis zu haben. Und Roger Köppel, neu gewählter Zürcher Nationalrat der SVP, meint, die Schweiz darf keine Verträge abschließen, die ihre Handlungsfähigkeit einschränken. Als Experten in der Sendung Christa Tobler, Professorin für Europarecht, und Paul Wittmer, ehemaliger Schweizer Botschafter. Die Arena, moderiert von Jonas Breuer. Guten Abend miteinander. Danke vielmals. Danke schön. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Herzlich willkommen, Sie die Heim. Danke vielmals, danke für den Empfang. Erik Nussbaumer, vor bald 2 Jahren hat das Schweizer Volk die Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Letztes Wochenende hat es nachdoppelt und hat die SVP stärker gemacht als je zuvor. Wie viele Signale brauchen Sie eigentlich noch? Ja, Sie meinen, dass ich meine Politik ändern müsste. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir sind von der SP her ja nicht schwächer aus diesen Wahlen rausgegangen. Sie haben zwar einen fulminanten Sieg errungen, die SVP, aber ich glaube, schlussendlich geht es darum, dass wir auch linke Positionen können artikulieren, darlegen, dass wir auch können zeigen können, was gut ist für das Land. Und dass wir können auch in dieser Frage, die jetzt heute Thema ist, auch können zeigen, dass es eigentlich konstruktive Lösungen braucht. Und da nützen eigentlich die Parolen von rechts, die irgendwie sehr vereinfachend sind, helfen dem Land nicht weiter. Roger Köppel, was lesen Sie aus diesen Wahlen? Ja, das ist, die Wahlen sind in dem Sinne nicht nur Personenwahlen oder Parteiwahlen gewesen, sondern das ist eine Richtungswahl gewesen. Und ich meine, es ist namentlich darum gegangen, die Zuwanderung zu begrenzen. Die SVP ist die einzige Partei, die da konsequent auf dem steht. Es ist darum gegangen, die Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union zu bekräftigen. Auch da ist die SVP die Partei, die am verlässlichsten mit der FDP oder mit Teil der FDP da in die Richtung geht. Und ich meine, das ist tatsächlich jetzt ein Wink mit dem Matterhorn nach Bern gewesen, damit endlich jetzt mal die Zuwanderung begrenzt wird und die Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union bekräftigt wird. Also nicht so Rahmenverträge unterschrieben werden, die uns europäischem Recht und europäischen Richter werden unterwerfen. Und das ist ein ganzes, aus meiner Sicht, jetzt auch als publizistischer Beobachter, ein extrem deutliches Signal gewesen, weil es ist in unserem System eigentlich nicht vorgesehen, dass eine Partei so stark wird. Und das muss man schon sehr ernst nehmen, auch bei der SP. Ja, wir haben sehr gefreut, dass die FDP endlich wieder mal Wahlen gewonnen hat. Die FDP, die notabene immer hinter den bilateralen Verträgen gestanden ist. Dort haben wir mit der SVP eine sehr grosse Differenz. Und ich bin auch happy, habe jetzt das erste Mal in meinem Leben bewusst können, Wahlsieg von der FDP auf nationaler Ebene miterleben. Ich glaube, unsere konstruktive, liberale, aber auch weltoffene Politik ist belohnt worden. Und es stehen uns ganz, ganz grosse Herausforderungen bevor. Eine davon ist die Europapolitik, die die nächste Legislatur wird prägen. Thomas Minder, also eine Wahl, die Ja gesagt hat zu den Bilateralen. Nein, das glaube ich nicht. Also, da diskutieren wir ja dann. Das ist der Spagat, oder, wo die Masseneinwanderungsinitiative bringt. Oder? Aber ich glaube, die SVP hat ganz vieles richtig gemacht. Und sie hat wirklich, ich glaube, als einzige Partei, sind das ein bisschen Polpartei und in der Mitte, wo ich das Profil vermisse. Jetzt vielleicht die FDP zugelegt, aber in der Mitte vermisse ich das Profil. Aber es ist schon die SVP, die sehr viel richtig macht, die wirklich volksnah politisiert. Natürlich sind die Migrationsthemen, die Asylthemen, aber auch Ausländerthemen sind bewirtschaftet worden. Das ist etwas, was sicher der SVP entgegenkommt. Und auf der anderen Seite, auch die Zuwanderung hat ja ganz viele Nebenschauplätze. Also der Druck, der auf die Arbeitsplätze kommt, der Druck, der auf die Jungen kommt mit den Ausländern, der Druck, der auf 50 plus kommt, dann die Zersiedlungen,
Dann die Integration, eigentlich alles linke Themen, die eigentlich hier weggegangen sind in den letzten Jahren. Und die SVP hat mit dem Thema Zuwanderung, wie sie das früher erkannt hat, hat sie eine Art der linken Partei und den Grünen all diese Themen weggenommen. Herr Ständerat Minder, Sie müssten wissen, dass eben genau die Politik, die die SVP macht, eben nicht volksnah ist, sondern sie tut eigentlich anklagen. Sie sagt Nein. All die Fragestellungen, die Sie anklingen lassen haben, sind ja berechtigt für das Land. Da müssen wir miteinander Lösungen suchen. Was die SVP macht, sie tut sich verabschieden, das wissen Sie in Bern, im Nationalrat im Besonderen. Sie sagt einfach Nein und sagt, man kann das viel einfacher und viel so komplex und so schwierig, wie der Bundesrat das darstellt, ist das gar nicht. Und darum, Sie nennen das volksnah. Ich nenne es eigentlich nicht lösungsorientiert. Keinerlei konstruktiven Ansatz sieht man in vielen Elementen, die die SVP-Politik macht. Anscheinend verfängt das, die Vereinfachung. Aber die Vereinfachung ist nicht gut für das Land. Ja, Herr Minder, der hat etwas ganz Richtiges gesagt. Probleme sind bewirtschaftet worden. Aber am Schluss müssen wir gemeinsame Lösungen im Interesse für unsere Schweiz suchen. Und keine Partei hat in diesem Parlament Mehrheit. Das heisst, es gibt immer wechselnde Mehrheit. Das heisst, man muss aufeinander zugehen, damit man auch Antworten findet und nicht nur Probleme benennt. Also ich bin jetzt hier in diesem Kreis der 50-jährige Nachwuchs- und Jungpolitiker, der von außen hier reingewählt worden ist. Und ich muss jetzt schon ein bisschen den Wirklichkeitsbezug hier in Frage stellen von Ihnen, Herrn Nussbaum. Ich meine, wenn Sie nach dem Resultat, nach dem letzten Wochenende der Meinung sind, irgendwie die SVP habe hier am Volk vorbei politisiert, dann muss ich Ihnen sagen, wir leben hier in einer Demokratie, namentlich in einer direkten Demokratie. Und ich habe das schon mal im deutschen Fernsehen einem SP-Vertreter müssen erklären. Und direkte Demokratie heisst, das Volk ist der Chef. Das heisst, die Leute sind unzufrieden da außen. Wir haben eine riesige Unzufriedenheit. Herr Minder hat es angetönt. Gehen Sie mal in den Zug von Wädenswil am Zürichsee entlang am Morgen. Wie viele Leute in diesen Zügen sind, was wir dort für eine Präsenz haben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen im Kanton Zürich, kann ich das beurteilen, die sagen, wir haben eine zu extreme Zuwanderung. Wir müssen die Zuwanderung stoppen. Und das müsste doch eigentlich auch ein SP sehen. Auch übrigens mit Blick auf den Sozialstaat. Sie wissen, dass sehr viel Zuwanderung aus dem Ausland in unserem Sozialstaat stattfindet. Das müsste die SP eigentlich beunruhigen, weil Sie sind doch die Sozialstaatspartei. Also Sie... Aber ich habe das Gefühl, Sie sind ein bisschen weit weg vom Wähler in dieser ganzen Frage. Ich kann jetzt auf all die Detailfragen eingehen, wenn Sie das wollen. Also erstens, wenn Sie zu wenig Zugkapazitäten haben, dann müssen Sie nicht Zuwanderung bremsen, sondern dann müssen Sie eine intelligente Investitionspolitik machen bei dem öffentlichen Verkehr. Ich glaube, dort sind Sie auch dagegen. Sie sind ja jetzt inzwischen Nationalrat. Sie sind ja eigentlich bei all diesen Sachen dagegen, die Probleme lösen würden. Das haben wir schon thematisiert bei der Masseneinwanderungsinitiative. Selbstverständlich gibt es Herausforderungen im Verkehr zum Beispiel. Dann muss man aber miteinander nach Lösungen suchen. Nicht einfach sagen, stopp, jetzt machen wir nichts mehr. Das Zweite ist, Sie sagen, Zuwanderung gegen das Sozialwerk belasten. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt. Seit der Personenfreizügigkeit haben wir ein Positivsaldo bei der AHV, weil die Leute auch Arbeitsplätze in der Schweiz haben und entsprechend auch in die Sozialwerke einstellen. Es stimmt überhaupt nicht, was Sie sagen. Dass Personenfreizügigkeit als solche eine Belastung für das Sozialwerk stimmt. Nein, es ist aber wir müssen nicht an dem schnell den Punkt sagen. Wir müssen jetzt nicht im Abstimmungskampf vor dem 9. Februar. Wir sind jetzt gefordert, zum Umsetzungsvorschlag zu machen. Oder? Und da würde es mich schon sehr interessieren, was jetzt zum Beispiel, wie viel Einwanderung denn überhaupt in Zukunft noch zugelassen sein soll. Weil letztlich sehen wir auch, dass die heutige Situation mit der Personenfreizügigkeit ist ja ein Intelligenzsystem, in dem der Arbeitsmarkt die Einwanderung steuert. Also, dass die Leute, die in der Schweiz eine Anstellung finden, nachher auch eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung bekommen. Und neu, nach dieser Initiative, soll die Verwaltung, sprich die Bürokratie, sagen, wer noch darf in die Schweiz kommen und wie viele Leute es dem vertragen. Was ist, wenn jetzt, wir haben es jetzt diese Woche wieder gehört, vielen Orten Stellen abgebaut werden. Das heisst, die Zuwanderung wird automatisch ohnehin sinken, weil wir, und zum Teil auch selbst verschuldet, die Attraktivität von unserem Unternehmensstandort geschmälert haben. Herr Markwalder, für die Umsetzung von der Initiative vom 9. Februar gibt es ja einen Vorschlag auf dem Tisch, den ich Ihnen allen kurz zeigen möchte. Die Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, wie der Bundesrat sie vorschlägt, sieht so aus. Das ist unsere Formulierung. Eine harte Umsetzung für Drittstaaten und Zulassung für EU-Bürger gemäss den Verhandlungen mit der EU. Das würde also heissen, Thomas Minder, die Initiative gilt für alle Länder, außer für die, die sie dafür gemeint sind.
Oder liest sich das falsch? Also man muss jetzt erst einmal sehen, vielleicht noch einen Appell an Frau Markwalder. In unserem System ist die Exekutive, die eine Initiative an der Urne durchkommt, ist im Umsetzen. Und das ist das, was der Bundesrat jetzt versucht. Es muss zuerst einmal ein Vorschlag vom Bundesrat kommen. Aber was macht der Bundesrat? Er rennt zuerst nach Brüssel. Für mich ist das Umsetzen von einer Volksinitiative, und das ist eigentlich die Pièce de Résistance. Wir haben jetzt 20 Monate lang vertrödelt, es ist gar nichts passiert. Es haben uns alle Abgeordneten und Funktionäre in Brüssel jetzt gesagt, die Prinzipien werden verletzt, man werde nichts an der Personenfreizügigkeit machen. Das Umsetzen von einer Volksinitiative ist ein innenpolitischer Prozess. Und es ist irrelevant, von Markwalder, was Brüssel sagt. Weil Sie und ich, alle, die hier stehen, Politiker, legen das Eid oder das Gelübde auf die Bundesverfassung ab. Und wenn dort innen Inländervorrang oder richtig Schweizer oder Schweizerinnen steht, oder steht Höchstzahlen oder steht Kontingente, dann ist es irrelevant, was Brüssel meint. Und dass der Bundesrat einen Vorschlag bringt, wo er die EU-Bürger ausklammern will, da geht mir also nicht der Hals an. Also jetzt muss ich einfach einen Antrag brechen für den Bundesrat. Eine Vereinfachung, dass sie schon falsch ist. Die Übergangsbestimmung von dieser neuen Verfassungsbestimmung heisst, gehen Sie verhandeln. Und wenn Sie das Extrablatt von der SVP von damals vornehmen, dann war der erste Punkt, was passiert nach dieser Annahme. Der erste Punkt war, man muss Personenfreizügigkeitsabkommen nachverhandeln, neu verhandeln. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, bilaterale muss man nicht künden. Inzwischen ist ja das nicht mehr so klar auf der rechten Seite. Aber der erste Punkt der SVP war, geht die Personenfreizügigkeit verhandeln. Das macht der Bundesrat. Er probiert es. Nur, es ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach in die Schweiz beschliessen. Aber jetzt haben wir 20 aber Monate. Aber nur, dass 20 das ist Monate. Falsch, was 20 sagen. Monate haben wir jetzt. Wir haben nicht verhandelt, wir haben Konsultationen. Ja, also, und wir haben jetzt ja überall ein Klatschen bekommen. Irgendwann müssen Sie Brüssel verlassen und innen politisch die Aufgabe machen. Herr Minter, Sie müssen es so sehen. Der Bundesrat hat am Anfang einen Fahrplan hergelegt, hat gesagt, wir stehen unter Zeitdruck. Aber er hat ein Umsetzungskonzept präsentiert, hat eine Vernehmlassungsvorlage präsentiert, wird jetzt eine Botschaft bringen, ist am Konsultieren. Also, ihr stellt jetzt unsere Exekutive so dar, als hätte sie überhaupt es wird nicht mehr lange. Wir sind jetzt 20 Monate her, 3 Jahre steht im Initiativtext drin. Wir müssten im Sommer des nächsten Jahres einen Bundesbeschluss haben. Es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, weil das Referendum also im Zeitplan total also, es wird einmal mehr wird die Volksinitiative mit einer Verordnung, mit einer bundesrätlichen Verordnung umgesetzt. Und das ist ein Grund, warum die SVP hier zugelegt hat, weil es wird einmal mehr Volksinitiative verzögert, indem wir sie nicht konkret und richtig zeitlich und inhaltlich richtig umsetzen. Stimmt überhaupt nicht, Herr Minder. Stimmt wirklich nicht. Der Bundesrat hat wirklich die Aufgabe gehabt, sonst müssen wir den Verfassungstext führen. Tun Sie das Abkommen, das internationale Abkommen neu verhandeln, nachverhandeln. Ja, das ist die Meinung von den Initianten, stimmt's? Das ist die Meinung von den Initianten, könnt das verhandeln. Der entscheidende Punkt. Bundesrat bemüht sich sehr, dass es die Verhandlung gibt. Der entscheidende Sie können Punkt, natürlich nicht sagen, die Gegenseite muss einfach jetzt verhandeln mit uns. Sie haben die Aufgabe vom Bundesrat war, ich will das verhandeln. Und er probiert es und er bemüht sich. Der entscheidende Punkt, Herr Nussbaumer, war der folgende. Es gibt einen Volksentscheid vom 9. Februar 2014, haben Sie richtig gesehen, Frau Markwalder, über den müssen wir nicht mehr diskutieren. Der ist klar. Das heisst, man muss umsetzen, im Verfassungsartikel heisst, wir bestimmen die Zuwanderung selber, wir begrenzen die Zuwanderung selber mit Kontingent. Was macht der Bundesrat? Er müsste das umsetzen. Frau Sommaruga hat in einem Interview mit Radio SRF letzten Februar, nachdem sie das da präsentiert hat, gesagt, wir gehen jetzt nach Brüssel verhandeln. Und sie hat wörtlich gesagt, ja, ich weiss nicht, was wir dann überkommen von Brüssel. Vielleicht kommen wir etwas über, vielleicht kommen wir wenig über, vielleicht kommen wir nichts über. Wenn Sie mit dieser Einstellung verhandeln, dann kommen Sie sowieso nichts über. Die EU hätte gemäss Freizügigkeitsabkommen § 14 und 18 müssen mit der Schweiz in Verhandlungen eintreten. Hat sie nicht gemacht. In dem Moment hätte die Schweiz können sagen, wir setzen um. Und wir haben den Einspruch, Frau Sommaruga will das nicht umsetzen. Und Sie sind der SP-Nationalrat. Also wenn sie das, Herr Köppel, wir haben den Einspruch von der Christa Tobler, Europarechtlerin. Ich möchte gerne präzisieren, aus rechtlicher Sicht, dass der Artikel 18, wo der Herr Köppel ansprechen. 14 und 18 ist der, wo es um die Revision geht. Im Artikel 18 steht, dass man sich mit dem Revisionsbegehren kann an gemischten Ausschuss wenden. Das ist selbstverständlich so vorgesehen.
Was aber nicht steht, ist, dass aus dem heraus ein Verhandlungszwang entsteht. Das ist eine Auslegung, die Sie so im Abkommen nicht finden. Also wenn ich es zusammenfasse, Frau Dobler, Sie sagen, man kann fragen um Verhandlungen, aber es gibt keinen Zwang zu Verhandlungen. Man hat keinen Anspruch auf eine Verhandlung. Das ist wirklich auch völkerrechtlich ist das so, ganz unabhängig von dem Abkommen. Man kann einen Wunsch anbringen, man kann nicht die andere Seite zwingen, um mit einem zu verhandeln. Ich möchte das Gegenbeispiel noch erwähnen, nämlich das, was vor ein paar Jahren mal die EU umgekehrt ist, an die Schweiz gelangt und hätte gerne wollen, dass man das Abkommen neu verhandelt hätte im Zusammenhang mit der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie. Da hat die Schweiz gesagt, wir haben keine Lust zum Verhandeln und man hat keineswegs Meinung vertreten, man müsse jetzt auf das eintreten. Die Schweiz hat sich genauso verhalten, wie ein Abkommen erlaubt. Und genau das passiert im Moment auch. Also die Aussage werde ich relativieren. Herzlichen Dank, Herr Köppel. Ich möchte es mit Ihnen, Herr Köppel. Einspruch, Roger Köppel, Einsprüche haben leider nur die Experten. Okay. Nicht einmal ich habe einen, nur die Experten haben einen. Aber ich würde es gerne, wir sind im gleichen Boot, ich würde es gerne mit Ihnen gerade genau diesen Punkt verhandeln. Ja, was kann man rausholen? Ich möchte mit Ihnen genauer anschauen, und zwar im Prüfstand. Bitte schön, Herr Köppel. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Frau Dobler da gesagt hat. Das muss man präzisieren. Roger Köppel, Sie haben am Sonntag einen neuen Job bekommen. Herzliche Gratulation, Nationalrat. Wir haben gerade noch mal einen neuen Job für Sie. Und zwar sind Sie unser neuer Chefunterhändler zu Brüssel, um die bilateralen Verträge neu aushandeln. Wo fangen Sie an, Roger Köppel? Mit sehr kurzer Vorbereitungszeit. Ja, ich bin jetzt erst mal Parlamentarier, also ich habe mir jetzt einen neuen Job gegeben. Also meine Aufgabe besteht jetzt darin, zu schauen, dass der Bundesrat den Verfassungsartikel umsetzt. Ich muss jetzt auf Brüssel verhandeln. Wenn Sie den wären, wenn Sie einschätzen müssten, was man rausholen kann bei den Verhandlungen, wo würden Sie ansetzen, um etwas rauszuholen? Ja, also ich hätte sicher angesetzt, grundsätzlich, aber jetzt als Parlamentarier, nicht als Unterhändler, das ist ja unseriös jetzt in so einem Vergleich. Ich hätte dort angesetzt, was ich vorher gesagt habe. Die EU muss sich mit der Schweiz an einen Tisch setzen, wenn es aufgrund von schweren sozialen oder wirtschaftlichen Gründen das Bedürfnis gibt, die Personenfreizügigkeit neu auszuhandeln. Das steht tatsächlich so im Vertrag. Genau. Sie haben völlig recht, Herr Köppel. Sie muss sich an den Tisch setzen, aber sie muss nicht verhandeln über ein neues Abkommen. Sie muss sich nicht, sagen wir es so, ich muss auch da präzisieren, sie muss nicht den Vorschlag, den die Schweiz bringt, den muss sie nicht annehmen. Aber die Schweiz hätte in dem Moment, wenn die EU vertragswidrig gesagt, mit uns sitze ich nicht einmal am Tisch, hätte die Schweiz können umsetzen. Hätte einfach können sagen, wir ziehen die Lösung, die wir haben, von 1970 bis 2007 zum Tisch aus, setzen das um. Und dann wollte ich sehen, was die EU macht, ob sie es können, ob sie es nicht können. Wenn sie es können, die bilateralen Eins, das sind 6 Verträge, also wo unter die Guillotine klauseln. Da gehöre ich auch nicht zu denen, die sagen, die Schweiz geht unter. Lösen wir uns von der Frage, ob die EU muss verhandeln. Wir stellen den Text auf unserer Website srf.ch/arena. Dort ist er jetzt. Faktisch, sie muss nicht verhandeln, sie muss am Tisch sitzen, sie können selber alles. Ich möchte Sie aber etwas anderes fragen, Roger Köppel. Ich möchte Sie fragen, und zwar Folgendes: Wenn Sie sagen, die EU sei vertragsbrüchig, wenn Sie sagen, die Verträge seien riskiert, sind Sie einverstanden? Vielleicht fallen die Verträge? Es ist theoretisch möglich, dass die bilateralen Eins, also 6 Forschungsabkommen, schon jetzt neu ausgehandelt wurden. Aber die 6 könnten theoretisch. Dann schauen Sie mal, was der Christoph Blocher, jetzt neu auch der Grand Patron von Ihrer Partei, gesagt hat. Also nicht so neu, würde ich sagen. Er ist schon länger, glaube ich. Das ist vielleicht interessant für die Leser von der Weltwoche. Konkret sehen Sie die Gefahr, ist ja gefragt worden, dass bei Annahme der Initiative die ganzen bilateralen Verträge mit der EU kippen, hat er gesagt, nein. Ja. Also keine Gefahr. Ja, das haben Ihre Partei vor dem 9. Februar den Wählern gesagt. Das ist im Stimmvolk gesagt. Also es ist theoretisch möglich, wobei das sehr unwahrscheinlich ist, dass die EU tatsächlich könnte sagen, wir wollen die bilateralen Eins nicht, obwohl die bilateralen Eins sehr stark im Interesse der EU sind. Entscheidend ist, wenn Sie mit Diplomaten reden, der Schweiz, zum Beispiel mit dem Herrn Rossier, Chefunterhändler, oder mit dem Herrn Guldimann, einem früheren Botschafter in Berlin, so haben die mehrfach in der Öffentlichkeit betont, dass die EU nicht würde die bilateralen Eins kippen. Aber Sie haben mich auch ursprünglich gefragt, was würden Sie als Unterhändler machen in der Schweiz, als Schweizer Unterhändler? Und ich würde der EU sagen, ganz klar eine Botschaft. Die Schweiz will mit der EU hervorragend zusammenarbeiten. Natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir wollen die Zusammenarbeit in einem Vertragsbereich von weit über 100 Verträgen, die wir mit euch abgeschlossen haben, wollen wir neu regeln. Und aus dem, Entschuldigung, können wir doch keinen Kasus Belli machen. Gut. Die EU selber, Herr Breuer, die EU selber, haltet sich ja nicht an die Verträge, die sie untereinander abgeschlossen haben. Zum Beispiel, schauen Sie die neue Verschuldungsrichtlinie an. Bleiben Sie bei dem Punkt, Roger Köppel. Sie stehen wieder vor der EU-Kommission, haben genau das gesagt. Und jetzt sage ich Ihnen, was der EU-Beamte sagt, der zum Haus rauskommt. Der sagt nämlich, der Rat bestätigt die negative Antwort auf die Anfrage der Schweiz.
das Abkommen neu zu verhandeln. Und das sind alle 28 EU-Staaten, die das zusammen beschlossen haben. Und dann müsste ich vermutlich in dieser Situation zurück zum Chef, müsste ich da zu der Bundesräten, würde sagen, die wollen das also nicht neu aus. Jetzt heisst, jetzt müsst ihr das umsetzen, liebe Kollegen im Bundeshaus, wie es der Souverän in der Schweiz verlangt hat. Ich sehe eben das ganz dramatische Problem, das da die politische Gegenseite innen interpretiert. Sehe ich gar nicht. Das heisst, wir haben einen Volksentscheid, den setzen wir um. Die EU hat ein Rieseninteresse, bilaterale Beziehungen mit der Schweiz nicht zu riskieren. Wir sind vermutlich das letzte Land in Europa, wo die Rechnungen gegenüber der EU bleiben Sie noch ganz kurz dabei. So. Ich glaube, die Deutschen würden Ihnen widersprechen. Aber bleiben Sie noch kurz dabei, Roger Köppel. Bleiben Sie dabei. Sie würden das einfach umsetzen. Sie würden also den Vertrag Jetzt bin ich noch zum Bundesrat. Eine Beförderung nach der nächsten. Das ist ja dramatisch. Gehen wir davon aus, Sie würden es einfach umsetzen. Ich würde mal so sagen, wenn der Bundesrat den Mut hätte, das umzusetzen, aber weil er natürlich nur einen SVP-Vertreter hat, hat er den Mut sind nicht, Sie das umzusetzen. Dass man das ausklammert für die nächste Arena, Roger Köppel? Man klammert das aus für die nächste Arena. Das ist matchentscheidend. Was würden Sie machen? Das ist matchentscheidend, dass eben der Volkswillen auch im Bundesrat repräsentiert ist. Und der Volkswillen ist klar, umsetzen und nicht in die EU fragen. Sie machen das hervorragend, aber ich stelle Ihnen trotzdem eine Frage. Wo würden Sie Kontingent festsetzen? Welche Höhe nennen Sie eine einzige konkrete Zahl heute Abend? Das ist also wieder so eine Frage, die völlig an der Sache vorbeizieht. Wissen Sie, Herr Köppel, das ist eben der Punkt. Sie sind Nationalrat, ich bin der Journalist. Nein, Sie sind an der Verfassungsrealität vorbei. Wir haben gesagt, die SVP hat gesagt und das Volk hat abgestimmt und hat zugestimmt, hat gesagt, wir wollen das mit Kontingent lösen. Die Höhe dieser Kontingente, das ist nicht entscheidend. Sie sind ja nicht im Verfassungsartikel gesehen. Das haben wir gemacht, der Projekt zwischen 1970 und 2007. Da hat man mit allen Stakeholders, mit Leuten aus den Gewerkschaften, mit Leuten von den Arbeitsämtern, mit der Wirtschaft. Ich habe Ihnen eine konkrete Frage gestellt nach der Höhe der Kontingente. Adrian Amstutz war in der Arena und hat gesagt, 40'000 wäre so eine Zahl. Sagen Sie, 40'000 heute Abend. Die Diskussion führt an der Realität vorbei, weil der Entscheid geht darum, dass man ein Verfahren definiert, wo wir die Selbstbestimmung wieder machen. Und jetzt können Sie sagen, erfahrungsgemäß, wie hoch ist die Zuwanderung, Nettozuwanderung in den Jahren, wo wir es hatten, war bei etwa 20'000. Vielleicht wäre sie dann höher in Zukunft. Entscheidend ist nicht die Höhe der Zahl. Entscheidend ist erstens, dass wir oben runterkommen von dem, was jetzt ist. Und dass wir mit allen Anspruchsgruppen, nicht nur die Wirtschaft, auch die Arbeitsämter, Gewerkschaften, die Unternehmen, die Politik zusammensitzen, jährlich, regional die Kontingente bestimmen, Herr Breuer. Roger Köppel, keine konkrete Zahl von Ihnen. Ich bin gespannt, was darunter dazu sagt. Tragen wir es zurück. Da dürfen wir keine konkrete Zahl nennen. Das muss man rausjassen. Erik Nussbaumer, haben Sie etwas gehört, was Sie zufriedengestellt haben? Ja, er weicht aus, Herr Köppel, bei dieser Frage. Sehr konkrete Frage. Nämlich, wenn Sie so nach Umsetzung schreien und nach konkreter Umsetzung ich sagen, Bundesrat macht nichts, dann müssten Sie tatsächlich jetzt eine Antwort haben. Nein. Und Sie haben die Antwort falsch nicht. Sie sagen, man muss es ausjassen. So sind Sie der Vogel. Nein. Das macht ja das der heisst, Bundesrat. Erik Nussbaumer, bitte. Nein, das ist jetzt Sie haben vorher Bühne gehabt, Herr Köppel. Erik Nussbaumer, Sie haben das Wort. Das ist falsch, was Sie sagen. Also dort haben Sie einfach keine konkreten Umsetzungsvorschläge jetzt gemacht. Also das heisst, Sie skizzieren irgendwie. Wir müssen alles anders machen. Dann kommt eine konkrete Frage und sagen, dann sagen Sie doch jetzt, wie Sie es machen wollen. Und es kommt keine Antwort. Doch. Die Lösung, die wir haben, von 1970 bis 2007, können wir zu den Schubladen ausziehen. Jährliche Festlegung der Kontingente nach gesamtwirtschaftlichem Interesse. Wie hoch die sind, muss jährlich in der Schweiz regional ausgegossen werden. Es geht nicht darum, eine Höchstzahl zu definieren. Das ist eine völlig irreführende Diskussion. Genau, dass das Kontingentsystem der Schweizer Wirtschaft mehr geschadet als genützt hat. Das stimmt doch nicht. Seit wir Personenfreizügigkeit eingeführt haben. Wir hatten damals vor allem eine Einwanderung, die eher in die schlecht qualifizierten Leute angesprochen hat und eher in die schlecht zahlten Branchen und die schwierig waren, viel schwieriger als heute sich zu integrieren. Mit der Einführung von Personenfreizügigkeit ist die Schweiz nachher nicht nur gewachsen, auch wirtschaftlich, sondern auch attraktiv geworden für Fachkräfte und Unternehmungen, wie auch Herr Minder, rekrutieren ihre Leute, ihre Fachkräfte oder auch ihr Personal vermehrt im Ausland, was nachher auch zu dieser Einwanderung geführt hat. Aber die Bürokratie, die Administration von damals, also ich habe gemeint, die SVP steht auch für Bürokratieabbau, aber jetzt wollt ihr etwas, das bis jetzt Marktkräfte geregelt haben, nämlich den Arbeitsmarkt, durch die Verwaltung festsetzen. Herr Köppel, das geht nicht. Thomas, da bin ich jetzt direkt angesprochen, da muss ich etwas erwidern. Zum Glück, Frau Markwalder, sind Sie als glühende EU-Beitrittsbefürworterin nicht ganz repräsentativ für die FDP. Stichwort Personenfreizügigkeit. Wir haben seit 2008 ein sinkendes
Pro-Kopf-Einkommen in der Schweiz, Pro-Kopf-Wohlstand. Fragen Sie den Herr Professor Eichenberger, schauen Sie die Zahlen an. Es stimmt. Es ist leicht gewachsen. Entschuldigung, wir haben eine höhere Arbeitslosigkeit, auch unter Ausländern in der Schweiz, als normalerweise das der Fall ist. Und der Punkt ist der, Sie haben gesagt, eine Bürokratie, da haben Sie teilweise recht. Es ist so, ich habe als damaliger Chefredakteur vom Tagi Magi auch bürokratisch manchmal anfragen, wenn ich einen Ausländer oder einen Ausländer angestellt habe. Aber als Liberale dürfen Sie nicht ausblenden, was für eine gewaltige Bürokratisierung die Personenfreizügigkeit gebracht hat. Mit Gesamtarbeitsverträgen, mit den flankierenden Massnahmen, mit zusätzlichen Abgaben, Herr Köppel, mit Regulationen auf dem Arbeitsmarkt. Und da muss ich Ihnen sagen, da betreiben Sie das Geschäft von der Linken, wenn Sie auf der Nationalrat von der SVP. Herzlichen Dank, Frau Markwald. Ich möchte gerne Paul Wittmer mit in die Diskussion hineinbringen. Frühere Botschafter, es sind vorne Diplomaten angesprochen worden bei der Frage, was man aushandeln kann. Und ich habe von Ihnen noch gar nicht gehört. Natürlich haben Sie von mir nicht gehört. Was soll ich sagen, wenn die Diskussion zurzeit so eminent politisch ist? Und was eminent politisch ist, im Allgemeinen nicht Sache von Experten. Aber wenn Sie mir jetzt als ehemalige Diplomat ansprechen, dann würde ich sagen, in der Tat, ich glaube, zuerst, wenn Sie in eine Verhandlung gehen, ist immer, wenn Sie sich fragen, ist das, was man verhandeln will, ist das mal eminent wichtig. Jetzt, wenn das Schweizer Volk abgestimmt hat und mit einer Mehrheit sich für etwas entschieden hat, kann man mal sagen, das ist eminent wichtig. Eigentlich das Wichtigste zum Erreichen in diesen Verhandlungen. Das Zweite ist, was ich immer als Unterhandler frage, ja, wie kann ich meine Argumente überbringen? Sie müssen, wenn Sie verhandeln, wenn möglich immer so argumentieren, dass der andere ein Argument überkommt, das er bei ihm daheim wieder verwenden kann. Wenn Sie jetzt bei der Massen-Einwanderungsinitiative schauen, wie ist die Situation? Das ist ein Problem, das nicht nur die Schweiz hat. Das ist ein Problem, das auf die eine oder andere Art alle in Europa haben oder die meisten haben. Und bei uns stellt sie sich aber akuter. Im Gegensatz noch, es gibt einige ganz kleine Staaten, die höhere Zuwanderungen haben als wir. Aber wir haben die höchsten. Also von dort her bin ich überzeugt, dass wenn wir überzeugt sind und verhandeln, dass sich etwas lassen, dass sie etwas machen können. Immer sage ich, in all diesen Jahren, als ich verhandeln musste, ich hatte nicht die grössten Verhandlungen, aber im Europarat haben sie tagtäglich Verhandlungen. Es ist ganz selten, dass jemand auf Argument nicht darauf eingeht. Das heisst, wenn ich es zusammenfassen darf, herzlichen Dank, Herr Wittmer, das Problem von der Zuwanderung, sagen Sie, gibt es auch in anderen Staaten, Staaten von der EU. Also müsste Frau Markwalder die Schweiz durchaus etwas aushalten können. Aber jetzt müssen wir doch nicht immer nur von Problemen reden. Ich habe vorher gesagt, wie unsere Migration sich verändert hat, oder auch die Immigration. Und dass wir heute zum Beispiel sehr viele deutsche Ärzte an unseren Spitälern haben, weil wir selber zu wenig ausbilden. Also wir müssen uns schon auch zuerst mal fragen, warum haben wir in gewissen Bereichen zu wenig Fachkräfte. Also kein Problem. Nein, aber ich sage, die Leute, die einwandern heutzutage, die sind sehr oft Leistungsträger, die zahlen Steuern, die zahlen ins Sozialwerk und die haben natürlich auch einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Und ich finde es falsch, wenn man nachher sagt, man tut es einfach rein vom Quantitativen her anschauen. Wir wissen, dass die Schweiz zum Beispiel besser ist durch die Finanz- und Wirtschaftskrise als andere Staaten, weil der Konsum, und da hat die Migration mitgespielt, stabil geblieben ist, respektive nicht eingebrochen ist. All diese Faktoren muss man auch mal berücksichtigen. Die Initiative jetzt angenommen, da sind Sie schon dafür, oder? Dass ja, jetzt aber ich sage nur, man muss ja nicht zu, man muss ja auch mal die positiven Faktoren sehen. Und die Wirtschaft die wird immer ihre Fachkräfte bekommen. Momentan entlöhnt die Banken Tausende von Fachkräften. Muss mir doch niemand erzählen. Wir haben den Fachkräftemangel zum Beispiel im Bankenbereich. Der Swiss Banking, also der Bankenverband, läuft heute um und sagt, wir haben ein Fachkräfteproblem im Bankenbereich. Ja, es kommt sicher darauf an, wie Leute entlassen. Im industriellen Sektor sind seit 2008 Personen abgebaut worden. Wir haben übrigens seit 2009 nicht mehr ausschließlich Zuwanderung im hochqualitativen Bereich. Jetzt sind wir bei einem sehr guten Punkt. Es kommen vor allem Portugiesen. Aber wir haben das abgestimmt. Wir müssen über das nicht mehr reden. Aber was hat das auch für unsere Arbeitsplätze, für Auswirkungen? Stimmt, Frau Markwalder, bitte. Wir haben jetzt mit dem
eine Situation geschaffen von Rechtsunsicherheit. Nein. Und nichts ist so wichtig für ein kleines Land mit grosser, offener Volkswirtschaft. Wir sind das verlässlichste Land in Europa. Wo sehen Sie Herr den Schweizer Rechtsunsicherheit? Im Nationalrat würde ich Ihnen das Mikrofon abstellen. Also gut, ich schweige. Gut, also nochmal ein Versuch. Jetzt so die drohende Präsenz vom Moderator. Ich sage noch nicht viel. Gutmütige, wohlwollende Präsenz vom Moderator. Ich nehme alles zurück. Haben Sie noch Wasser? Ja, ist gut, darf ich bitte noch ein Wasser haben, wieder Roger Köppel? Danke vielmals. Wir brauchen doch attraktive Rahmenbedingungen für unseren Unternehmensstandort. Und dazu gehört das liberale Arbeitsrecht, dazu gehört aber auch ein offener Arbeitsmarkt. Und der ist damit beschränkt worden. Und ich würde sogar so weit behaupten, dass die Entlassungen, die wir jetzt gesehen haben, dass die nicht einfach auf einen starken Franken zurückzuführen sind, sondern dass das sehr wohl auch Investitionsentscheide waren, die nicht getroffen oder nicht zugunsten von Schweiz getroffen wurden. Ein Satz darf ich sagen. Ich bin 100% mit Ihren Zielen einverstanden. Ihre Mittel sind falsch. Wir werden auch in einer selbstregulierten Migration die besten Fachkräfte überkommen. Das kann ich Ihnen garantieren. Dann setzen wir uns zusammen dafür ein. Herzlichen Dank Ihnen allen. Wir reden ja immer noch ein bisschen in einem theoretischen Bereich, weil nämlich die Zuwanderungsartikel, die Masseneinwanderungsinitiative noch nicht umgesetzt ist. Aber ein konkreter Krach mit der EU, und das ist vielleicht das erste konkrete Problem, wenn man es ein Problem nennen will, in den nächsten Monaten, ein Krach hat es schon ausgelöst. Schauen Sie es mal an. Bilaterale Verträge gegen Zuwanderungsartikel. Das ist der große Konflikt. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Die Bilateralen sind weiterhin in Kraft. Der Zuwanderungsartikel ist noch nicht umgesetzt. Das heißt, zwischen der Schweiz und der EU gilt aktuell die Personenfreizügigkeit. Aber etwas ist doch schon passiert. Es betrifft Kroatien. Kroatien ist der EU beigetreten. Deshalb müsste die Personenfreizügigkeit aus Sicht der EU auch für Kroatien gelten. Das hat die Schweiz aber verhindert. Die Personenfreizügigkeit gilt für Kroatien nicht. Erik Nussbaumer, damit man es richtig versteht. Die EU würde wollen, dass wir jetzt, wo die Zuwanderungsinitiative angenommen ist, Personenfreizügigkeit ausdehnen auf Kroatien. Ja, es ist klar, der Vertrag, den wir mit der EU haben, gilt für alle Mitgliedstaaten der EU. Und Kroatien ist dann zumal, wo wir die Abstimmung hatten, noch nicht aufgenommen worden in diesen Vertrag. Und damit hat der Bundesrat sehr konsequent im Auftrag des Abstimmungsergebnisses gesagt, Kroatien können wir im Moment nicht ratifizieren. Also den Vertrag mit Kroatien können wir nicht aufnehmen. Und damit ist natürlich ein grundsätzliches Problem angesprochen. Die Schweiz hat im Moment ein Vertragsverhältnis, wo sie nicht alle Vertragsparteien, alle Mitgliedstaaten gleich behandelt. Und das ist ein Grundkonflikt, den man nebst einer anderen Frage, die wir jetzt diskutiert haben, auch noch lösen muss. Und das ist etwas, das hängig ist und hat auch schon bereits zur Verstimmung geführt im Forschungsbereich. Indem man gesagt hat, indem wir das nicht machen, liebe Schweiz, stellen wir auch bei der Forschung die Frage, wie wollen wir eigentlich im Forschungskontext Horizon 2020, wie wollen wir hier weiter aktiv bleiben? Thomas Müller, das sind sehr schnell relativ deutliche Reaktionen von der EU gekommen. Also ganz so zahllos sind die vielleicht doch nicht. Gut, wir haben die 45 Millionen an Kroatien, da sind wir dann wieder Weltmeister. Die haben wir sofort überwiesen, aber abgestimmt hat man nicht. Über Bulgarien, Rumänien als Zusatzstaaten, da hat man darüber abgestimmt. Also man würde ja noch abstimmen, wegen der Masseneinwanderungsinitiative, wie es im Text heisst, es dürfen keine neuen außenpolitischen Verträge angenommen werden. Aber was mich eigentlich stört, ist, wir haben, und ich komme schon noch mal schnell zurück, alle, es ist ja immer gesagt worden, man wisse oder man habe nicht gewusst, dass die Masseneinwanderungsinitiative die Bilaterale beißen. Ich meine, die Economy Suisse hat eine Kampagne gemacht, Bilaterale abholzen. Das Wort Schweizer und Schweizerinnen steht im Initiativtext. Es steht das Wort Kontingente und Höchstzahlen. Alle, mindestens Prominenz, hat gewusst, dass sich der Masseneinwanderungstext mit der bilateralen, sprich mit der Personenfreizügigkeit, beißt. Das ist der eine Grund. Herr Nussbaumer, es stimmt, dass wir über die Bilaterale diverse Mal abgestimmt haben. Nur in der Verfassung, und ich sage es nochmal, ich kann es nur unterstreichen, dort drauf haben auch Sie Ihren Schwur oder Ihr Gelübde drauf abgelegt. Das ist relevant. Und wenn dort innen steht, man müsse es umsetzen, dann muss man es umsetzen. Irrelevant, was Brüssel meint. Zu dem Punkt Bilaterale. Da wo Bilaterale steht nicht in der Bundesverfassung. Aber die Masseneinwanderungsinitiative ist in der Bundesverfassung innen. Und darum muss der Fokus innenpolitisch sein und nicht außenpolitisch. Wir haben gar keine Differenz am Minder. Der Bundesrat hat die Übergangsbestimmung
eine dumme Übergangsbestimmung. Gang vor, geh verhandeln. Du hast drei Jahre Zeit. Mal, er ist dran. Er zum Gesetz ausarbeiten. Nicht verhandeln, zum Gesetz. Die Übergangsbestimmung sagt, bestehende Verträge muss man nachverhandeln, neu verhandeln, wie auch immer die Formulierung genau heisst, steht in der Übergangsbestimmung. Für diese Verhandlung haben Sie drei Jahre Zeit, und das wissen Sie als Unternehmer. Das ist das Dümmste, was man reinschreiben kann. Drei Jahre hat man Zeit, um ein Gesetz zu haben, das in Kraft liegt. Nach dem anderen, bitte. Nein, so ist es. In drei Jahren muss man ein Gesetz haben, das in Kraft ist, mit der Referendumsfrist. Nachverhandlung muss man machen. Und nochmal zurück auf die Abstimmung, ist jetzt zwar schon ziemlich weit weg, hat es geheißen, selbstverständlich muss man Personenfreizügigkeit, Freizügigkeitsabkommen nachverhandeln. Aber es ist auch immer gesagt worden für die Initianten, die Bilateralen will man damit nicht gefährden. Erst als das Ergebnis da war, hat man den Einzelnen gehört. Im Notfall muss man dann halt auch künden. Es ist nie gesagt worden. Das sind jetzt genau die frivolen Umdeutungen. Frivole Umdeutungen vom Volkswillen. Sie wissen ganz genau, Herr Nussbaumer, das Volk hat überraschend Ja gesagt mit der Mehrheit der Stimmbevölkerung und der Kantone zu dieser Masseneinwanderungsinitiative. Es ist völlig richtig, was der Minder gesagt hat. Die ganze Schweiz ist voll tapeziert worden mit diesen bilateralen Wunderbäumchen, wo man gesagt hat, böse Schweizer, wenn ihr die ganz fürchterliche SVP-Initiativen annimmt, dann holzen die den ganzen Wohlstand ab. Die Schweizer, erstaunlich unabhängig, haben gesagt, nein, wir wollen die Zuwanderung begrenzen, wir wollen sie selber bestimmen, wir wollen nicht von dieser Dynamik, von dieser Personenfreizügigkeit immer tiefer in die EU hineingezogen werden. Und jetzt kommen die Leute wie Sie, wie Frau Markwalder, wie Sie, Herr Nussbaumer, die von Anfang an gegen die Initiative waren, fangen jetzt mit so ganz lauschen Trickchen hinten rum, versucht man das auszubremsen. Und das ist das Wahlresultat vom letzten Wochenende, ist ein ganz deutliches Signal, dass wir das jetzt umsetzen müssen. Mit Trickli hätte ich das gar nicht zu tun. Wenn ich Ihnen erkläre, was Sie für eine Position haben vor dieser Abstimmung, was die SVP gesagt hat, dass die Bilateralen nicht gefördert sind, wenn ich das in Erinnerung rufe, hat das mit Trickli noch gar nichts zu tun. Hören Sie doch auf, so auf dem Niveau, wie Sie haben den Eid geleistet, die Rechte des Volkes zu schützen, Herr Nussbaum. Sie können sich nicht einfach jetzt aus dem so rausschreiben. Wir kommen zum Problem zurück. Wir haben einen Verfassungsartikel, der Herr Minder hat es erwähnt, aber der verstößt gegen ein Abkommen, das die Schweiz unterzeichnet. Verfassungsartikel verstößt gegen irgendetwas. Christoph Markwalder, bitte. Immer andere Gesetze, die einer nach dem anderen tangiert werden. Sonst kommen die Leute hierher nicht los. Bitte. Und jetzt haben wir aber eine nachgelagerte Abstimmung, die gegen ein Vertragswerk, das in Kraft ist, verstößt. Das heisst doch, dort gibt es einen Konflikt. Und diesen Konflikt kann man muss man lösen. Das eine ist die Frage von der inhaltlichen Seite. Also eben, wie begrenzt man die Zuwanderung? Wir wissen, bei den Drittstaatangehörigen haben wir völlige Souveränität. Da können wir selber die Kontingente festlegen. Und wir müssen vielleicht auch noch daran denken, dass der zum Beispiel auch Top-Leute aus den USA oder aus Asien betrifft, die Drittstaatangehörige sind. Aber dort haben wir den Konflikt. Und dieser Zielkonflikt, der dürfen wir jetzt durchaus auch wieder auf den Tisch bringen. Und ich finde, die Initianten müssten dort auch mal ehrlich sagen, was ist uns wichtiger. Weil, wenn die Schweiz die Bilateralen verliert, dann verlieren wir auch sehr viel von unserem Wohlstand. Danke vielmals, Christian Markwalder, und danke, Herr Köppel, für genau diesen Steilpass. Sie kommen gerade wieder dazu, Herr Köppel. Wir verlieren nicht Wohlstand, wenn die sechs Bilateralen kündigen. Ich schaue, ob Sie Wasser haben. Haben Sie Wasser? Also, ich würde mich jetzt noch nicht in eine Krankenabteilung einweisen. Christian Markwalder, Roger Köppel, genau den Punkt, den Sie beide ansprechen, möchte ich anschauen. Vielleicht spielt es die Regie ein. Was für eine Bedeutung, wie wichtig sind die Bilateralen und was ist überhaupt dabei? Schauen Sie es mal an. Das Verhältnis Schweiz-EU, geregelt in über 120 Hauptabkommen. Die wichtigsten davon sind in zwei Paketen zusammengefasst. Die Bilateralen 1 und die Bilateralen 2. Die Personenfreizügigkeit gehört zu den Bilateralen 1. Das Problem? Die Abkommen der Bilateralen 1 hängen alle zusammen. Wenn die Personenfreizügigkeit wegfällt, dann fallen alle weg. Wär's, wenn die bilateralen Eis wegfallen würden? Also erstens stelle ich einmal die These in Zweifel, die hier präsentiert wurde, dass die wirklich automatisch wegfallen würden. Das wollte ich dann noch zuerst sehen. Das wollte ich dann noch zuerst sehen. Ob es passiert, zweitens, ist eine andere Frage. Ich bin nicht ein Feind der bilateralen Eis, aber ich bin gegen die über
Abtreibung, die Aufstilisierung der bilateralen Eis. Das sind 6 Verträge heute unter der Guillotine-Klausel, insgesamt 7. Von weit über 100 Verträgen, die mit der Europäischen Union abgeschlossen haben. Und, Frau Marquardt, es stimmt wirklich nicht. Unsere Freihandelsbeziehungen, unsere Marktzutrittsbeziehungen sind zu 90%, sogar über 90%, konsolidiert durch WTO-Regeln, durch das Freihandelsabkommen von 1972. Das ist eine Tatsache. Wir haben den Einspruch von Christa Dobler, Europarechtsprofessorin. Bitte. Präzisierung vielleicht, dass man sich bewusst sein muss, dass WTO-Recht zwar Grundregeln bietet, dass es aber gleichzeitig eine Ausnahme enthält, für wenn sich ein regionaler Handelsblock bildet, so wie zum Beispiel die EU. Und das würde bedeuten, dass wenn die EU eben für sich intern günstigere Regelungen hat, muss sie die nach WTO-Recht genau nicht weitergeben an Drittländer. Insofern nützt das heisst, es einmal wir so könnten benachteiligt wir werden könnten absolut gegenüber legal. Den besseren Regeln, absolut. Die sie das ist eine EU Ausnahme, haben. Die immer vergessen wird. Ja, aber natürlich könnten sich in gewissen einzelnen Bereichen vielleicht bestimmte Nachteile geben. Die müssten sie aber immer quer verrechnen mit dieser 80'000er Zuwanderung oder 100'000, die wir in diesem Jahr haben. Und jetzt noch der zweite Punkt. Bleiben Sie doch schnell bei dem. Die EU hat ein massives Interesse. Die Schweiz ist einer der besten Kunden der Europäischen Union. Die Schweiz ist heute das letzte Land vermutlich innerhalb von Europa, das gegenüber der EU pünktlich die Rechnungen zahlt, ohne dass man der Schweiz noch einen Milliardenkredit vorher überweisen muss. Wir haben 290'000 Grenzgänger. Wir sind einer der grössten Arbeitgeber. Wir haben ein Landverkehrsabkommen, eine Durchgangsachse. Ich bin einfach dagegen, dass man die Schweiz so zu einer Art schwachen Opfer in der Mitte von Europa, wo sozusagen existenziell von diesen bilateralen Eis abhängt. Nein, wir hängen nicht existenziell an diesen Verträgen. Sonst hätten wir sie nie dürfen abschliessen. Wir wären dann erpressbar. Also, Herr Köppel, wir hängen existenziell von diesen Verträgen ab. Und dank dem, dass wo wir denn? Hier sagen Sie mir doch wo. Ich komme mit einem konkreten Beispiel. Aber lasst mich doch bitte noch mal ausreden. Und zwar haben wir die bilateralen Verträge, das können wir nachschauen. 2002 sind die in Kraft getreten. Seither geht es der Schweiz viel, viel, viel besser als in den ganzen 90er Jahren, als wir das Land mit dem tiefsten Wirtschaftswachstum in ganz Europa waren. Und dass das eine positive Auswirkung auf unseren Wohlstand hatte, das könnt ihr also überhaupt nicht in Abrede stellen. Jetzt gebe ich euch noch ein konkretes Beispiel. Ihr seid jetzt neu gewählt für den SVP-Kanton Zürich in Nationalrat. Ihr habt sicher ein Interesse auch daran, dass der Standort, den ihr vertreten, dass der auch weiter prosperieren kann. Der Flughafen Zürich beispielsweise, die Fluggesellschaften da, die haben dank dem Luftverkehrsabkommen einen diskriminierungsfreien Marktzugang zum Preis, dass wir natürlich auch die EU-Regeln entsprechend übernehmen. Wir hätten keinen Hub mehr, wir hätten keine internationale Anbindung mehr mit dem Flughafen Zürich. In erster Linie haben wir gute Produkte, gute Dienstleistungen, gute Mitarbeiter da bin in der Schweiz. Verstanden. Und wir sind global sehr gut aufgestellt. Ja. Die Schweizer Bevölkerung hätte glaube ich, zu den bilateralen Eis, die ersten Verträge, die Guillotine, die Verknüpfung miteinander, nicht zugestimmt, weil das Schweizer Volk ist dort unter ganz anderen Voraussetzungen was beim Abstimmungsbüchlein gestanden ist, unter ganz anderen Voraussetzungen. Ich glaube nicht, dass man dieser Guillotine, dieser Verknüpfung zugestimmt hat. Und man hat es übrigens bei den bilateralen 2 hat man es korrigiert. Man tut den Ehevertrag auch nicht an die Autoversicherung knüpfen. Das ist ein fertiger Blödsinn. Die Personenfreizügigkeit hat null und nichts mit einem Luft- oder Landverkehrsabkommen zu tun. Es ist einfach ein Blödsinn. Und das Zweite, was auch ein Blödsinn ist, man muss einen Vertrag. Kollegen ausbauen, man muss einen Vertrag, und das sind ja eigentlich Wirtschaftsverträge, muss man können anpassen, den Gegebenheiten. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Was der Herr Kellenberger hier verhandelt hat, ist einfach nicht gut, wenn die Verträge auf der einen Seite direkt, weil immer wir an den Urnen entscheiden, müssen die Verträge können angepasst werden und die neuen Gegebenheiten, die der Bundesverfassung können standhalten. Und das probiert der Bundesrat und Sie lachen dann aus. Wenn die EU denn etwas will, dann müssen wir alle rennen. He? Horizon 2020, Erasmus, jetzt. Das haben wir ja gemacht. Wenn Dublin nicht funktioniert, Asylkontingente, müssen wir überall handreichen, oder? Und wenn wir mal etwas wollen, was aus dem Ruder läuft, dann muss danke, die andere Partei also, aber aus diesem Votum muss, merkt man doch auch, dass die Beziehungen enorm wichtig sind, Schweiz-EU. Die kommen aus einem Grenzkanton. Ihr wisst auch, was es heisst, wenn man Grenzen zum Beispiel Grenzkontrollen einführen, was das bedeutet auch für Grenzgänger, was das bedeutet heute, für Stolz. Das wäre heute, also angesichts der Asylproblematik, nicht schlecht.
Nein, aber ihr wisst, wie wichtig auch für die Grenzregionen auch die Zusammenarbeit ist. Und in diesen Grenzräumen hat sie auch sehr viel wirtschaftliches Potenzial. Und wir schneiden uns einfach ins eigene Fleisch, wenn wir freiwillig auf gute Beziehungen verzichten. Aber respektive die, wir müssen, es ist, in allen Verhandlungen ist immer ein Geben und ein Nehmen. Richtig. Und Schweiz, win, win. Ja? Win, win. Genau. Wir aber können, da, was jetzt das, in den letzten jetzt zwei Jahren passiert ist, ist nicht mehr Win-Win. Wir haben nur ein Klatsch. Ein Stichwort noch. Wir können wirklich, und das sage ich auch im Austausch mit Parlamentskollegen aus anderen Ländern, wo wir versuchen zu erklären, was in der Schweiz mit dieser Abstimmung was passiert ist, dafür werben bei den Parlamentariern, dass sie das Verständnis haben, dass man so verhandeln soll. Und das ist auch eins, Keter und Kensio, dass wir eine Win-Win-Situation schaffen oder eine Lose-Lose. Also ein Stichwort. Weil, aber die Schweiz verliert viel, viel mehr aus der EU, weil das Ungleichgewicht in diesen Jahren, seit wir den bilateralen Weg eingeschlagen haben, massiv verändert hat. Jetzt haben wir ein Stichwort gehabt, es geht um Kensio und noch etwas zu der Schweiz und zum Ungleichgewicht. Bitte, Herr Nussbaum. Ich glaube, entscheidend ist wirklich, dass wir jetzt noch mal, vielleicht wegen dem Begriff existenziell. Existenziell ist in dem Sinn, dass Ihre Politik keine Rechtssicherheit schafft. Oder das ist das grosse Problem. Sie tun bei allen Sachen, wo Sie sagen, ja, wir haben abgestimmt, jetzt soll der Bundesrat schauen, dann probiert es der Bundesrat, dann klingt es vielleicht nicht gerade. Dann stehen Sie da vorne, Herr Köppel, und sagen, ja gut, dann muss man halt schauen, wenn es halt nicht stand. Und ich glaube nicht, dass die dann können. Aber das ist nicht gut für unser Land. Also, das ist nicht gut für unser Land. Ihre Politik führt in eine Rechtsunsicherheit. Sie lassen Sachen offen. Sie sagen, ja, dann schauen wir halt, ob die können. Dann schauen wir halt, ob wir noch irgendwie vielleicht gegen das Freizügigkeitsabkommen verletzen, wenn wir selber Höchstzahlen und Kontingente einschauen. Wir schauen dann mal, was passiert. Und das ist Gift für unser Land. Danke, Herr Ihre Politik ist wirtschaftspolitisches Gift für Schweiz, unser Land. Die Schweiz ist das stabilste Land in Europa. Was? Wenn Sie heute schauen, wie die EU selber ihre Grundpfeilerabkommen wie Schengen, Dublin, wie Neuverschuldungsrichtlinien, wie No-Bailout-Klauseln fast im Wochentakt neu interpretiert, abschafft, dann wieder einführt, dann ist die EU eine riesige institutionelle Unsicherheitszone, die der Bundesrat uns ja noch institutionell anbinden möchte, vermutlich mit Ihrem Sagen, was ich ganz fatal finde. Noch ein Wort zu dieser wirtschaftsgeschichtlichen Exkursion, die Frau Markwalder vorher gemacht hat. In den 90er Jahren hat die Schweiz eine Rezession gehabt, nach einer Immobilienblase, die im 91, was die verjagt hat. Ab 96, 97 ist es aufwärts gegangen, lange bevor die Bilateralen unterzeichnet worden sind. Ist dann bis 2001, Dotcom-Blase ist wieder ein bisschen runter. Und ab dem 5, 6 ist es schon wieder in der Schweiz massiv oben gewesen, bevor überhaupt die von Ihnen ungejubelte Personenfreizügigkeit überhaupt gegriffen hat. Nein, also man muss aufhören, nochmal. Ich sage nicht, es gibt einen Bundesbericht vom Wirtschaftsdepartement, der gesagt hat, man kann den wirtschaftspolitischen, den wirtschaftlichen Nutzen für die Schweiz von der bilateralen Eis nicht beziffern. Und nach dem kleinen... Ihre Bundesrat Schneider-Ammann, also hören Sie bitte nach dem kleinen Exkurs. Genau das Departement hat zum Beispiel errechnet, dass bei einem Wegfall von Konformitätsbewertungsabkommen, also dass man nachher Industrieprodukte müsste zweimal prüfen, die Industrieunternehmen pro Jahr 200 bis 500 Millionen mehr müsste in die Finger nehmen. Das heisst, unsere Produkte würden teurer, es ist mehr Bürokratie, die Exporte werden behindert. Das ist das sind wie die Fernsehsteuern, die wir jetzt eingeführt haben, da neue die Billaggebühren, also das hat jetzt mit Schweiz und Europa gar nichts. Ich gebe Ihnen recht, das ist ein potenzielles Risiko, aber auch da vergessen Sie das Interesse, das die EU hat, Ihre Produkte in der Schweiz zu verkaufen. Sie möchten in der Schweiz die EU ihre Exportprodukte auch nicht mit komplizierten Normierungen versehen. Die Schweiz ist eines der grössten Exportländer für die EU hinter den USA. Und noch ein Punkt an. Der EU-Export von der Schweiz hat in den letzten 10 Jahren übrigens stark abgenommen. Nein, nur Prozent auf 53%. Sie müssen vielleicht ein bisschen weit in den Detail. Sie überschätzen die Bilateralen. Ich bin nicht gegen die Bilateralen, aber auch nicht für Überschätzung von den Bilateralen. Seite Roger Köppel, kurz noch Sie und dann der Paul Wittmer. Ah, da ist der Einspruch. Bitte, Herr Wittmer. Es scheint mir noch, dass jetzt also der Akzent viel zu stark auf dieser hypothetischen Frage ist, was würde passieren, wer kündet, wer nicht kündet. Also, wenn Sie verhandeln, dann müssen Sie immer ein gewisses Risiko einlaufen. Und die Tatsache ist, wir haben einen Auftrag, dass wir schauen, die Masseneinwanderung umzusetzen. Also das ist jetzt nicht will man nicht. Im Prinzip ist ein Auftrag. Der Bundesrat muss da verhandeln. Und dann haben sie noch einen halt, das ist die Aufgabe von unserer Diplomatie. Wir müssen versuchen, zu überzeugen mit Argumenten. Und dann, wenn wir das Resultat haben, dann müssen wir schauen, wie ist es. Aber ein gewisses,
ein gewisses Risiko, dass wir das also wir Risiko, laufen, wo das können wir nicht ausschliessen. Risiko gehört dazu. Risiko gehört dazu. Aber eben, die Frage ist ja immer, welchen Preis sind wir auch bereit dafür zu zahlen? Und ich glaube, diese Auslegeordnung muss man einfach mal auch offen und ehrlich machen. Und wir werden wieder Volksabstimmungen haben. Wir werden wahrscheinlich ein Referendum haben zum Ausländergesetz. Wir werden eine RASA-Initiative, die zustande gekommen ist, auch wieder vom Volk behandeln. Aber Frau Markwald, Sie können natürlich viel die bessere Diskussion haben, wenn Sie wissen, was das Resultat ist. Natürlich, natürlich. Ja. Aber da haben wir jetzt noch nichts konkret. Aber als Experten, als Experten wissen Sie ja, dass der Bundesrat das versucht hat. Der Bundesrat hat ja angefragt, kann man über Personenfreizügigkeit im Kern verhandeln? Nein, jetzt ernsthaft. Sie meine jetzt ernsthaft. Sie wollen innenpolitisch aussehen. Es sind drei Institutionen in der Europäischen Union. Drei Institutionen. Die Kommission, der Rat und das Parlament. Alle drei haben schon Antwort gegeben auf die freundliche Anfrage der Schweiz. Können wir mit euch über den Kern verhandeln? Und alle haben zur Antwort gegeben, über den Kern können wir nicht verhandeln. Trotzdem versucht der Bundesrat mit Konsultationen, mit Sorgfalt. Das waren nicht Verhandlungen, Herr Nussbaum. Nein, eben, aber das waren Sondagen. Aber wenn Sie einen Auftrag haben, dann müssen Sie Ihr Ding, müssen Sie mit Überzeugung dahinter, mit Argument auf den Tisch legen. Und dann nachher können Sie eine Antwort über. Und dann können Sie sagen, halt, das können wir Kollege nicht. Kollege Nussbaum, wir haben auch unsere Prinzipien. Aber Sie tun nicht aufgrund von einer Fondssondage so sagen, ja, es geht. Aber Sie wissen doch so gut wie ich, dass 28 Mitgliedstaaten müssen ein Verhandlungsmandat geben. Und das Verhandlungsmandat hat man noch nicht erreicht. Der Bundesrat bemüht sich sehr darum, dass es ein Verhandlungsmandat gibt auf der anderen Seite. Der Bundesrat geht auf Brüssel und sagt, wir würden gerne über das verhandeln. Dreimal von drei Institutionen der Europäischen Union ist leider die Antwort gekommen, über den Kern, das ist das ganze Elend von unserer Außenpolitik, dass wir zuerst im Ausland gehen und fragen, wir dürfen den Volksentscheid umsetzen, Herr Nussbaumer. Das können Sie doch nicht ausblenden. Das ist doch ein Vertrag, den wir mit denen haben. Dann müssen doch beide Vertragspartner am Schluss sagen, wir wollen verhandeln. Das hat doch nichts mit Fragen zu tun. Sie haben doch sicher auch schon verhandelt in Ihrem Leben. Ja, sicher. Also, dann müssen doch beide Verhandlungspartner wollen verhandeln. Ja, aber bevor wir miteinander reden, sind Sie dann übrigens meiner Meinung? Nein, das haben Sie nicht gefragt. Meine Herren, Frau Markwalder, Frau Dobler, herzlichen Dank. Es ist eine lebendige Diskussion. Tun wir es leicht beruhigen. Der Paul Wittmann hat noch einen Einspruch gemacht. Bitte. Ich würde noch ganz gerne einfach nur einen Satz zu sagen. Wir müssen uns nicht so verhandeln, wie die Schweiz das ab und zu tut. Oder wie man es ein bisschen maliziös könnte sagen. Wir wollen mit einem Kompromiss anfangen und enden mit einem Krach. Wir müssen mit einem Krach anfangen und mit einem Kompromiss enden. Danke vielmals. Und wenn wir schon bei den Verhandlungen sind, möchte ich etwas ansprechen, das Roger Köppel schon ins Spiel gebracht hat. Dass nämlich parallel zu all dem auch noch andere Verhandlungen am Laufen sind. Verhandlungen über die Zukunft der bilateralen Verträge. Das tönt alles relativ harmlos. Das heisst institutionelle Fragen, das heisst Rahmenabkommen. Man muss aber genau anschauen. Und das möchte ich, Erik Nussbaumer, gerne mit Ihnen machen im Prüfstand. Bitte schön. Erik Nussbaumer, der neue Rahmen für die bilateralen Verträge, was der Bundesrat vorschlägt, ist, dass wenn die Schweiz und die EU sich uneinig sind in einer Frage, dass dann der EU-Gerichtshof das Recht ausleiht. Wir haben eine Grafik vorbereitet, die das sehr deutlich zeigt. Die Schweiz und die EU sind sich uneinig und der EU-Gerichtshof leiht das Recht aus. Was halten Sie von dem? Ja, entscheidend ist natürlich, dass wir durch die bilateralen Verträge und durch den Zugang zum Binnenmarkt haben wir einen Rechtsrahmen, den wir akzeptiert haben, wo wir sagen, das soll für alle gelten. Also Sie finden das normal, dass der Rechtsrahmen ist natürlich von der EU entwickelt worden. Die Schweiz will ja hier nicht dabei sein. Und der Rechtsrahmen soll überall gleich angewendet werden, wenn er ein Teil von unseren sektoriellen Abkommen ist. Das ist die Herausforderung, die man hat. Und darum sagt die EU, wie werden wir das in Zukunft machen? Die gemischten Ausschüsse, die wir heute haben, genügen nicht. Wir müssen miteinander eine Lösung finden, wie wir es, wenn es hart entschieden werden muss, wie machen wir es. Also die Aussenpolitische... Das war eine Basis gewesen, zum Verhandeln und an dem ist man am Verhandeln. Die Aussenpolitische Kommission vom Nationalrat hat das ja unterstützt. Sie sind in dieser Kommission. Sie persönlich, unabhängig von dem, was Sie in der Kommission gesagt haben, Sie würden das also auch unterstützen? Ich finde, es braucht eine Lösung in diesem Bereich, weil ein gutes Verhältnis von der Schweiz mit der Europäischen Union und bis in den Fall, wo es einen Streit gibt, das muss gelöst werden. Und das ist ein mehrjähriger Prozess schon seit etwa
8 Jahren wissen wir in der Schweiz, dass wir keine neuen Wirtschaftsabkommen machen können, wenn wir nicht all die Fragen klären. Also wenn wir neue brauchen, braucht es das. Aber es ist ja mehr als nur der Gerichtshof, Herr Nussbaum. Es kommt ja dazu, dass die Schweiz wird automatisch neues Recht übernehmen. Es heisst nicht automatisch, es heisst dynamisch. Sie werden mir sagen, das ist ein Unterschied, aber es wird heissen, neues EU-Recht gilt mehr oder weniger automatisch in der Schweiz. Automatisch und dynamisch ist tatsächlich ein Unterschied. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Dynamisch heisst, wir entscheiden. Aber wir wissen immer, wenn wir entscheiden, wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, hat das wieder Konsequenzen. Aber wir können eigentlich nur noch so entscheiden, wie die EU entscheidet. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht mitgestalten in der EU. Wir haben uns entschieden, dass wir gleichzeitig eine gute Beziehung haben, dass wir das mit bilateralen Verträgen machen wollen. Das EU-Recht entwickelt sich. Und am Schluss können wir immer entscheiden, ob wir die Entwicklung mitnehmen wollen. Also was natürlich nicht geht, ist, dass wir sagen, wir bleiben auf dem Stand vor 15 Jahren und die EU soll sich weiterentwickeln. Erich Nussbaum, Sie sagen, wir haben uns entschieden, nicht mitzumachen. Sie selber, Ihre Partei, möchte ja weiterhin mitmachen. Dann müssten wir ja gerade alles Recht übernehmen. Dann würden alle EU-Gesetze in Brüssel beschlossen automatisch bei uns übernehmen und einen Rechtsrahmen mitgestalten, ist nicht ganz das Gleiche. Was wir in der Schweiz machen, ist quasi entweder autonom etwas umsetzen, weil wir finden, das ist ganz wichtig, wir sind ein europäisches Land, oder wir machen es aufgrund von einem Vertrag mit der Europäischen Union. Aber natürlich gestalten wir am Schluss überhaupt nicht mit, was in Europa passiert. Und das finde ich eigentlich demokratiepolitisch nicht der beste Weg. Aber es ist auch besser. Demokratiepolitisch ist es sicher besser, wenn man mitgestalten kann. Wenn Europa sich entwickelt, wenn Europa Rahmenbedingungen gestaltet, ist es besser, wenn man mitgestaltet. Aber ich akzeptiere, dass man das in der Schweiz im Moment nicht will. Das akzeptieren Sie? Ich zeige Ihnen etwas, das man würde verlieren, wenn man mitgestalten würde, wie Sie sagen, wenn man dabei wäre, wie Sie es wollen würden. Nächstes Wochenende Abstimmung, dass wir über alles Mögliche abstimmen können. Jedes Gesetz, das uns nicht passt, kann man ein Referendum machen. Genau das wäre in Zukunft nicht mehr möglich. Dann müsste man das Plakat so anpassen. Nein. Würden wir die direkte Demokratie, Referendumsfähigkeit von jedem Gesetz, hätten wir nicht mehr. Das nein, das stimmt natürlich so nicht, weil am Schluss wäre es zuerst mal die Entscheidung, wenn wir mitgestalten. Wenn wir mitgestalten, dann werden wir miteinander wissen, dass wir gewisse Sachen quasi miteinander über alle Nationen von Europa miteinander geregelt haben. Und andere Sachen ist nach wie vor in der Umsetzung bei uns. Es gibt ganz viele Richtlinien von der Europäischen Union, wo die Umsetzung im nationalstaatlichen Verfahren stattfindet. Wo überhaupt nicht so ist, dass wenn eine Richtlinie entwickelt wird, dann nachher heisst es, das müssen wir jetzt genau so machen, sondern man hat dann schon einen nationalen Gestaltungsspielraum. Direkte Demokratie, Referenden, weiterhin möglich wie heute? Ja. Ja, natürlich. Nein. Jeden Fall. Oh. Sind Sie noch... Wir diskutieren jetzt gerade in der Runde. Einen Moment, ich habe eine letzte Frage an Herrn Nussbaum. Und die Frage ist folgende. Wir sind ja bisher eigentlich, da wären Sie vielleicht einverstanden und Gegner sowieso, sehr gut gefahren. Man sagt vielleicht manchmal Rosinenpickerei. Das muss ja nicht ästhetisch sein, das muss nicht beliebt sein. Aber eigentlich, wieso soll man das ganze trockene Müsli essen, wenn man einfach die Weinbeere kann? Was spricht dagegen, dass wir auf dem Weg weitergehen, wo wir eigentlich sehr profitiert haben? Ja, weil man diesen Weg nicht so weitergehen kann. Die Erneuerung des bilateralen Weges ist ein Grundprinzip, das man angehen muss, das seit 8 Jahren in diesem Land vor sich hergeschoben wird. Gut, das sagt die EU. Nein, wir können ja schauen Sie, ein Land, das kein Wirtschaftsabkommen mehr abschliessen kann. Das sind wir. Wir können mit der Europäischen Union kein Wirtschaftsabkommen mehr abschliessen. Stromabkommen geht nicht. Finanzdienstleistungsabkommen, alle wirtschaftsrelevanten, andere Sachen können wir abschliessen, aber wirtschaftsrelevante Abkommen können wir nicht mehr abschliessen, weil wir die Erneuerung des bilateralen Wegs mit den Sachen, die Sie gesagt haben, Dynamisierung, Streitbeilegung usw. noch nicht geschafft haben. Und darum gibt es ja den grossen Entwurf, man braucht eine Dynamisierung Erich vom bilateralen Weg. Erich Nussbaumer, herzlichen Dank, jetzt wollte ich den Herrn Köppel hören. Bitte schön. Roger Köppel, Sie haben das Wort. Ja, das sind jetzt so viele falsche Sachen gesagt worden. Schauen wir mal anfangen. Grundsätzlich, die Schweiz darf auf keinen Fall den Rahmenvertrag unterschreiben, den Didier Burkhalter möchte vorantreiben. Der Vertrag würde bedeuten, dass wir tatsächlich alles Recht aus der EU in allen relevanten wirtschaftspolitischen Beziehungen müssen übernehmen und auch noch im Zweifelsfall, im Streitfall, dem Europäischen Gerichtshof unterstellt werden, fremde Richter. Der Schweiz geht es deshalb gut, Frau Markwalder, ökonomisch, weil wir nicht Mitglied von der EU das sind. Das stimmt aber. Ja, schauen Sie mal die EU an. Also, den Tatbeweis hat sie noch nicht gebracht. Es ist eine ablehnende Haltung in der Schweiz gegenüber dem EU-Beitritt, der klar ist. Herr Nussbaumer, ich habe in der EU gelebt, ich habe dort geschafft als Chefredakteur, ich habe mit sehr, sehr vielen Politikern geredet, unter anderem ein hochrangiger deutscher Bundeskanzler, ich wollte seinen Namen nicht erwähnen, hat mir im Vertrauen, also behalten Sie es bitte unter uns, gesagt, Schweiz auf keinen Fall der EU beitreten, das wäre ganz schlecht für euch. Und, aber du, und vergessen Sie das mit den direkten... Ich kann doch nicht den Deutschen sagen, was wir jetzt machen und sagen. Ich bin... Wissen Sie...
Eine gute Pointe, aber sachlich neben dem Punkt. Direkte Demokratie, Herr Nussbaumer, können Sie nicht haben in der Europäischen Union. Das bestätigen Ihnen alle Leute, die dort sind. Das können Sie vergessen. Sie können nicht mehr über Steuerlevel abstimmen, wie wir das können. Wir können über jedes Zehntelprozent abstimmen bei der Mehrwertsteuererhöhung. In Deutschland, in der EU, wird das von oben entschieden. Das ist ein Unsinn. Roger Köppel, jetzt haben Sie zwei Leute angesprochen. Christa Markwalder, Sie haben uns bei einem Handkopf geredet. Bitte, Frau Markwalder. Ja, besten Dank. Also zuerst mal zur Frage direkte Demokratie und EU. Wir haben schon heute die Situation, wenn wir Abstimmungen haben, können wir Friktionen mit eingegangenen Verpflichtungen produzieren. Wir haben das jetzt eben gemacht, um das geht es ja vor allem in dieser Sendung. Aber es ist natürlich völlig falsch, dass man sagt, ja, die EU würde irgendwie der Schweiz vorschreiben können, über was wir dürfen abstimmen oder nicht. Es gibt auch x Untersuchungen, die zeigen, wie wenig von unseren Volksabstimmungen tatsächlich von europäischem Recht betroffen wären. Und wir haben bis jetzt erst zum zweiten Mal einen Kollisionsfall. Der erste war die Staub-Initiative, wo nachher die Verhandlungen über das Landverkehrsabkommen ausgesetzt wurden, wo man nachher eine europakompatible Umsetzung hat gesucht und gefunden. Es ist sicher nicht ganz im Sinn vom ursprünglichen Initiativtext oder vom Alpenschutzartikel in der Verfassung, weil der hat ja einfach Diskriminierung von ausländischen Spediteuren vorgesehen. Aber dort, denke ich, haben wir die eine Kollision gehabt und jetzt eben die nächste. Aber es ist grundfalsch. Es ist grundfalsch. Entschuldigung, das ist schon länger nicht mehr gehört. Dass wir ein Referendum oder eine Initiative nicht mehr machen könnten, das müssten wir innenpolitisch einschränken. Das Thomas Minder, bitte. Das darf man nicht anlassen. Institutionell stimmt das nicht, was Sie sagen. Doch. Wenn zum Beispiel im EU-Beitritt wäre der Bundesrat nachher Teil vom Ministerrat, wenn der Ministerrat zum Beispiel einen Gesetzesentwurf verabschiedet in der EU, wird der bindend für die Mitgliedsländer, dann können Sie keine direkte Demokratie abstimmen. Übrigens der Heinz Allensbach, FDP, hat das einmal sehr schön in einem Artikel dargestellt. Vielleicht kannst du Frau Dobler, Europarechtlerin, klären, oder ist der Herr... Es ist Herr Wittmer, bitte, Herr Wittmer. Und nachher kommen Sie an. Also, ich habe grosse Zweifel zu dem, was jetzt Frau Markwalder gesagt hat, wegen der direkten Demokratie. Sie haben sicher recht, dass es Untersuchungen gibt, dass es nicht allzu viele Fälle gibt, wo man nicht oft abstimmen darüber. Aber das Grundproblem ist einfach, wenn Sie einem Schweizer sagen, dass ihr sind nicht mehr selber die entscheidet, wenn ihr abstimmen dürft und wenn nicht, dann ist das eine grundlegende Änderung. Das Zweite ist, Sie müssen die Problematik auch mal von der EU her anschauen. Woher würde die EU kommen, wenn sie immer wieder hören würden? Ja, wir müssen aber zuerst warten, ob die Schweiz dann wieder darüber abstimmen will. Sie haben gesehen, was für grosse Probleme das zu das führt, wenn nur Irland bei der Verfassung also darüber abstimmen und dass das quasi also an Grenzen der EU führt. Mehr Direktabstimmung in der Schweiz wäre eine Unmöglichkeit. Von der Seite also es ist nicht das Problem, dass die EU schlecht für die Schweiz ist, sondern die Schweiz schlecht für die EU, sagen Sie. In dem Moment wäre es für beide. Ich würde gerne rasch genau bei diesem Thema bleiben. Und zwar, wenn ihr schaut, die Schweden haben über die Einführung des Euro abgestimmt und haben ihn abgelehnt. Die Schweden haben noch heute die schwedische Krone. Warum? Weil die EU akzeptiert, dass es einen Volksentscheid gegeben hat. Und die Schweden erfüllen die Konvergenzkriterien nicht vollständig. Erfüllen. Und durch das kann man sagen, okay, die Schweden nicht wie vorgesehen den Euro übernehmen. Ihr habt Irland angesprochen. Wenn die etwas abgelehnt haben, aus welchem Motiv auch immer, dann hat man nachher noch einmal versucht, nachzuverhandeln. Man hat den Iren ein bisschen entgegengekommen. Und wenn nachher die Iren sich quasi bestätigt gefühlt haben, haben sie nachher diesen Vertrag zugestimmt. Also ein Gitspielraum, sagen Sie. Wir haben eine Verfassung gehabt, die ist von den Franzosen und den Holländern beerdigt worden. Und die hat man nachher wirklich auch nicht wieder aufleben lassen. Und dann hat einen neuen Vertrag gemacht. Sie sind ja Witzmann, wir nachher einen neuen Vertrag. Aber, ja, einen neuen Vertrag, aber keine Verfassung mehr. Deutschland hat eigenständig neue Arbeitsmarktgesetze gemacht. Also das ist wirklich eine Polemik, wenn man sagt, die Schweiz würde direkt in Demokratie. Aber Frau Markwalder, in der Schweiz stimmt man nicht nur über die Verfassung ab, oder? In der Schweiz stimmt man nicht nur über die Verfassung abstimmen. In der Schweiz, auch wenn wir in der EU wären, würden wir wahrscheinlich mit aller Wahrscheinlichkeit über 10 bis 12 Mal pro Jahr abstimmen. Wenn Sie dann innerhalb der EU, wo ohnehin schon recht ein schwerfälliges Gebilde ist, immer den Gesetzgebungsprozess noch in dem Maß aufhalten.
Das können Sie nicht. Christa Doppler, Sie haben sich ebenfalls gemacht. Ja, ich würde sehr gerne einfach ein Beispiel geben aus dem geltenden bilateralen Recht, wo wir ein dynamisches Abkommen haben, wo Regeln enthalten darüber, wie das mit der direkten Demokratie funktioniert. Und das ist Schengen-Abkommen. Darf ich es vielleicht schnell erklären? Ich gebe Ihnen gerade zwei Drucks. Sie sagen, es gibt ein Abkommen schon, wo sich das Recht entwickelt und wo trotzdem die direkte Demokratie respektiert. Genau das. Ein Abkommen, das wir schon haben, wo schon dynamisch ist, wo Regeln hat darüber, wie dass man nach wie vor Abstimmungen durchführen und was das dann zeitlich heisst. Und wir haben auch schon einen Anwendungsfall gehabt. Sie mögen sich vielleicht erinnern, das war der biometrische Pass. Was man sich klar sein muss, ist, man kann selbstverständlich weiterhin abstimmen über alles, was man will, aber in einem bilateralen Rahmen. Wenn man sich entscheidet, um dagegen zu stimmen, dann hat das, wie der Herr Nussbaumer gesagt hat, gewisse Folgen. Das ist natürlich die Situation, die man hat. Das heisst, man muss sich dann entscheiden, was man will, ob man dabei bleiben will oder ob man eben findet, nein, man will jetzt nicht, und dann hat das gewisse Folgen. Gut, wir müssen wir können, glaube ich, Gott danken, dass wir nicht in der EU sind. Also, wenn man jetzt sieht, was mit Griechenland passiert, mit Schengen-Döblin, der außer Kraft getreten worden ist, und wir müssen jetzt noch die Asylkontingente übernehmen. Frau Markwald hat natürlich eine andere Position. Sie ist NEPS-Präsidentin, sie ist eine Organisation, die in die EU will. Wir können wirklich Gott danken, dass wir nicht wollen. Und 80% der Schweizer Bürger wollen Gottlob nicht in die EU. Und ich kämpfe auch damit oder dafür, dass die Schweiz ja nicht in die EU geht. Das vielleicht einmal das eine. Und das Zweite, wir haben eine Politik von unten nach oben, Frau Markwalder, und nicht bürokratisch und technokratisch und zentralistisch von Brüssel oben ab, sondern wir integrieren in unserer Politik eben das Volk und der Souverän hat das letzte Wort und nicht Brüssel-Technokrat. Und von daher beißt sich da eben die ganze Diskussion jetzt mit dem demokratischen Recht und Referenden. Es beißt sich so. Also ich kann es nicht mehr hören, die Rahmenabkommen, ja, da muss man mal alles auf den Tisch legen. Aber das Institutionelle, ich bin dort in der Außenpolitik, ich bin nicht Mitglied von der Außenpolitischen Kommission, aber das Zufall hat es wollen, dass Ihr Bundesrat, Didier Burkhalter, dort, und ich habe ihn gefragt, was ist es denn? Das ist irgendwo ein Sackgasse, ist irgendwo ein Streit, wo wir daraus rauskommen müssen. Und er hat mir gesagt, nein, es braucht gar keine Gerichtbarkeit. Wenn wir mündige Partner haben, dann lösen die mündigen Partner oder Länder oder Staaten da miteinander. Also und nicht über ein Gerichtsding. Ein Aufgeben von der Souveränität, ja, ohne Zwang, ohne Not. Ja, kein institutionelles Abkommen. Die Erfahrungen zeigen einfach etwas anderes. Oder? Die Erfahrungen zeigen, dass nachher wir blockiert sind. Wenn wir jetzt, wir sind also, nie blockiert, Frau Markwald. Wir sind da. Gerichtsbarkeit sind wir nie rechtlich, sind wir nie einen Streit auf einer rechtlichen Ebene. Oh, ganz vielen Orten. Wird nicht gelöst. Also, Unternehmenssteuerreform 3 ist jetzt Beispiel, ist eigentlich einer der Auslöser für die institutionellen Fragen. Dort haben wir jetzt, sind wir mit einer Lösung gut unterwegs. Aber der hat uns zum Beispiel immer wieder vorgeworfen durch unsere flankierenden Massnahmen, zum Beispiel Voranmelderregelung etc. Dürfen wir Personenfreizügigkeit nicht voll umsetzen? Wir haben die Fragen von Taxifahrern grenzüberschreitend. Wir haben ganz viele Sachen, die uns immer auch wieder von EU her vorgeworfen werden, aber wo keine Instanz es regelt, außer es ist ein politischer Wille vorhanden. Und ein institutionelles Abkommen, das wird der Bilateralismus in dem Sinn einfach Rechtsgrundlage, eine Regel geben und würden aber ein bisschen weiter zementieren. Also wenn ihr mir da als glühende EU-Beitrittsbefürworterin herstellt, dann muss ich nachher sagen, das ist etwas, das nachher ganz klar allein auf Bilateralismus geht und wo aber in der heutigen Situation zumindest mal würde absichern, was wir bis jetzt in 20 Jahren verhandelt haben. Wir dürfen auf keinen Fall einen Vertrag unterschreiben, der uns fremde Richter unter einem fremden Rechtsraum unterstellt. Das ist gegen den Staatsaufbau, gegen die direkte Demokratie, gegen unser Selbstverständnis gerichtet. Und jetzt, ich sehe die Verträge nicht, die wir hier abschliessen müssen. Wir haben im Moment, die Schweiz hat kein Interesse, also mit der neue EU Verträge, neue Verträge abzuschliessen. Und die Behauptung, dass die EU nicht mehr interessiert sind, Verträge abzuschliessen mit der Schweiz, ist natürlich auch völlig falsch. Schauen Sie mal den automatischen Informationsaustausch an. Ja, das ist da hat ja die EU ein massives Interesse. Da wird sofort ein Vertrag abgeschlossen. Ich sage noch mal, ich bin an guter Zusammenarbeit, an guten Beziehungen mit der EU interessiert. Ich bin aber interessiert, dass wir die auf gleicher Augenhöhe haben, nach gleichem Interesse, kündbar, ohne dass wir uns im europäischen Rechtsraum unterstellen und ohne dass wir uns einem europäischen Richter unterstellen. Das ist der schweizerische Weg, der uns erfolgreich gemacht hat. Das müssen wir machen. Einspruch, Christa Doppler, Europarechtsprofessor. Eher einfach eine Ergänzung. Wenn man sich für das bilaterale Recht entscheidet, entscheidet man sich auch dafür, dass man bis zu einem gewissen Grad
Europarecht übernimmt ins eigene Rechtsgebilde, ins schweizerische Recht. Also man kann nicht sagen, wir wollen nicht Europarecht haben und wir wollen gleichzeitig die bilaterale Rechtsordnung haben. Aus rechtlicher Sicht ist das ein Widerspruch, der so nicht aufgeht. Entscheidend ist da immer, wer am Schluss über die Gesetze entscheidet. Und mein Punkt ist der, die Schweiz kann natürlich selbstbestimmt auch Teil des europäischen Rechts übernehmen, wenn sie das möchte. Permanent. Das müssen wir aber selber entscheiden können. Darum dürfen wir, auf keinen Fall dynamisch automatisches Recht nehmen. Schauen Sie jetzt das Schengen, das Dublin an. Dublin wird uns verpflichten können, irgendwelche Flüchtlingskontingente aus der EU zu übernehmen. Automatisch müssten wir das machen. Das möchte übrigens auch die Frau Bundesrätin Sommaruga. Da bin ich strikt dagegen. Das sind grosse, grosse institutionelle Risiken. Und noch ein letzter Punkt. Die EU ist institutionell in so einem schwachen Zustand. Da musst du auf einem eigenen Planet leben, wenn du als Politiker die solide Schweiz an das institutionelle Wankelgebäude EU institutionell anbinden willst. Da muss man mit freundlicher, wohlwollender Distanz bleiben und ja, nicht sich anbinden lassen. Das ist doch dran gefährlich. Haben Sie alles gesagt? Oder? Nein, das ist gut. Entscheidend dünkt mich in dieser Diskussion tatsächlich, wie kann man Rechtssicherheit in der Schweiz wiederherstellen über all die Fragestellungen von bilateralem Verhältnis. Das ist entscheidend für unser Land. Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Sie sind ein Freund vom bilateralen Weg. Dann müssen Sie auch Zusammenarbeit bilden, ja, Sie sind ein Freund vom bilateralen Weg, haben Sie gesagt, dass Sie, das wollen Sie gar nicht in Frage stellen und das wollen Sie nicht in Frage stellen. Stimmt doch nicht. Ich habe nur gesagt, gute Zusammenarbeit. Wenn Sie es können, dann sagen Sie es. Machen Sie weiter, aber tun Sie mir nicht Zeug unterstellen, die ich Ihnen gesagt habe. Ja, also, Bilateralismus als eine gute Option für die Schweiz, sage ich jetzt einmal. Und das heisst, wenn dies ins Wanken kommt, wenn es Unsicherheiten gibt, wenn nicht klar ist, wie das weitergehen soll, wie kann man neue Wirtschaftsabkommen abschliessen? Und ich sage Ihnen ein Beispiel, Stromabkommen, das haben Sie doch verfolgen in den letzten paar Monaten. Hat man ja nochmal probiert und nochmal probiert. Und dann ist die Antwort gekommen, gibt es nicht, das Abkommen gibt es nicht. Und das ist die Situation. Die Herausforderung von unserem Land ist, wie können wir Rechtssicherheit schaffen mit allen Fragestellungen, die rum sind, damit der bilaterale Weg weiter begangen werden kann. Es braucht eine Erneuerung. Da nützt es nichts, wenn Sie einfach sagen, macht ja nichts. Bilaterale retten kann man nicht, indem man einfach nichts macht. Aber wenn die Schweiz in dem beklagenswerten, unverlässlichen, unsicheren Zustand wäre, wo Sie da permanent beschwören, wieso kommen dann jedes Jahr 80'000 Netto-Zuwanderung aus der EU da rein? Wieso kommen 20'000 Asylbewerber da rein? Das zeigt doch, dass die Schweiz durch ihre Unabhängigkeit so attraktiv ist. Und ich sage nur, das dürfen wir nicht fördern. Ich bin kein Feind von der EU, ich bin kein Gegner von der EU. Ich bin übrigens 25% Deutsche, Frau Markwalder. Also nichts gegen die Deutschen, bitte schön. Ich wollte einfach sagen, gute Zusammenarbeit, ja. Bilaterale Verträge, ja. Aber du musst schauen, was drin ist. Das braucht einen Rahmen. Ich muss mir überlegen, wo man 1993 den bilateralen Weg nach dem EWR, nein. Übrigens, von allen EWR-Gegnern ist immer gefordert worden, wir können alles bilateral regeln. Also, das haben wir dann angefangen, der bilaterale Weg. Damals ist die EU aus 12 Mitgliedstaaten bestanden. Heute besteht sie aus 28 und es sind über 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Also, das Ungleichgewicht von der Grössenverhältnis, von der schieren Grössenverhältnis, hat sich sehr zulasten der Schweiz verschoben. Und weil die EU selber so einen grossen Binnenmarkt hat, wenn man das Verhältnis anschaut, was sich an Export und importieren, dann ist die Schweiz schon ein wichtiger Handelspartner. Aber natürlich verschwindend klein im Verhältnis zu dem, was sie innerhalb der Wirtschaft umsetzt. Wenn ich kurz, Herr Köppel, wir sind fast am Ende, ich würde es minder gerne noch hören, wenn ich Sie richtig verstanden, Frau Markwalder. Ja, es hätte Nachteile für die EU, aber die fallen nicht so ins Gewicht. Natürlich. Wie es bei uns ins Gewicht fallen. Thomas Minder, bitte. Ja, Herr Nussbaumer hat noch die Rechtsunsicherheit, hat ein paar Mal in dem Abend die Rechtsunsicherheit angesprochen. Die kommt natürlich, Herr Nussbaumer, wie wir die Gesetze, wie wir die Volksinitiative an der Urne nicht umsetzen. Die kommt nicht, wie irgendwo außenpolitisch ein bilateraler Vertrag am Gewackeln ist. Sondern die kommt, wie wir die Initiative, jetzt sind 20 Monate, ich muss wirklich noch mal laut und deutlich sagen, wo wir verlauert haben. Das ist die Rechtsunsicherheit. Die wissen nicht, ob sie jetzt noch investieren sollen in der Schweiz, können sie noch Ausländer akquirieren oder nicht. Dort ist rein innenpolitisch, tun wir die Unsicherheit, die Rechtsunsicherheit selber kreieren. Und das lassen wir so stehen. Herzlichen Dank, Herr Minder. Danke Ihnen die Hause fürs Zuschauen. Und danke all den Leuten, die Arena gemacht hat, von Technik, von Regie und von der Redaktion unter Leitung von Rolf Gatschet.
Eine letzte Frage habe ich noch. Erich Nussbaumer, es gibt ja manchmal im Privaten, in der Familie oder im Freundeskreis Sachen, die man am liebsten würde, mit einem Vertrag regeln, weil man sich nie einig wird. Wer die Wäsche macht oder wer zahlt im Restaurant, was würden Sie im Privaten manchmal am liebsten über einen Vertrag regeln? Ja, eine vertragliche Regelung wäre sinnvoll. Wer räumt mein Büro auf? Weil sonst muss ich es immer selber machen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Roger Köppel? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die mich natürlich absolut überfordert. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich würde vermutlich versuchen, einen Vertrag mit meinen kleinen Kindern, die zwischen 1,5 und 6 Jahre alt sind, darüber abzuschliessen, dass Belästigung vom Vater, wenn er Abenddienst hat, nicht schon am 4.30 Uhr am Morgen sollte anfangen, dass sie ihn auch noch bis wenigstens am 6.30 Uhr ausschlafen. Ich hoffe, dass Ihre Kinder das nicht sehen. Es ist immer entspannt. Nein, die sollten schon lange im Bett sein. Christa Markwalder, was würden Sie im privaten Umfeld vertragen? Im Privaten regle ich nichts vertraglich. Das brauche ich für geschäftliche Sachen. Gar nichts? Nein. Nie den Wunsch? Nein. Stell dich vor, das ist liberal, oder? Ja, ich bin Unternehmer und KMU-Vertreter und KMU versucht nicht mit Verträgen. Es hat ja viele Verträge, die irgendwo in einer Schublade sind und die dann nachher der Realität anders sind. Also wir in der KMU-Landschaft, wir suchen nicht Sachen mit Verträgen. Aber jetzt geht's nicht. Sondern Mensch zu Mensch zu Mensch und im Privaten auch. Wir müssen nicht alles niederschreiben. Wir können mal einfach face to face, wenn irgendwo eine Spannung ist. Und da würde ich mir auch wünschen, bei der EU eben nicht ein Gerichtshof. Herr Minder. Ich würde es nicht sagen elegant, aber geschickt haben Sie noch mal zurückgewechselt. Sagen Sie mir, was würden Sie mit Handschlag besiegeln im privaten Umfeld? Alles. Herzlichen Dank, Thomas Minder, und danke Ihnen zuhause. Jetzt kommt gerade die Tagesschau Nacht. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, friedlichen Abend und eine gute Nacht. Ade miteinander.